Heute dreht sich alles rund um das Thema Beinarbeit und Schnelligkeit. Und alles, was ihr dazu braucht, sind diese zwei Hütchen. Ich zeige euch, wie ihr mit wenigen Mitteln effektive Übungen machen könnt. Viel Spaß! Wir starten unsere Übung mit einem Hütchen. In der ersten Runde geht es darum, so schnell wie es geht, um diese Pylon zu arbeiten. Und dabei ist es ganz wichtig, dass ihr mit kleinen Schritten arbeitet. Also, ich mach's mal vor. Das können wir in eine Richtung machen und können dann das Ganze auch mal in eine Richtung weiter wieder zurück machen. Das wäre die erste Übung. Kleine, schnelle Schritte, hohe Intensität. In der zweiten Übung nutzen wir die Spitze des Hütchens als Andockstelle für die Fußsohle. Sieht so aus. Immer direkt. Und dann können wir im Kreis gehen, können dann auch wieder anders gehen, in die andere Richtung. Das ist was für Sprungkraft, Schnelligkeit und eine super effektive Übung. In der zweiten Übung legen wir unser Hütchen quer auf den Boden und arbeiten jetzt mit seitlichen Bewegungen über das Hütchen. Erstmal für Sprungkraft, A nach B, immer halten. Und dann könnte man auch in der nächsten Übung Steps darüber machen. Immer 1, 2 auf jeder Seite. Kleine, kurze Kontakte. Gefällt dir mein Video? Dann schau in die Videobeschreibung. Dort erfährst du, wie du mich unterstützen kannst. Weiter geht's. Das Ganze können wir auch mal kombinieren mit einem Halbkreis, den wir vorher arbeiten. Seitlich, seitlich, seitlich. Und dann geht das natürlich auch andersrum. In der nächsten Übung habe ich die Hütchen mal nebeneinander gestellt. Zwei Hütchen jetzt am Start. Und wir arbeiten jetzt wie eine Acht durch die Hütchen. Klassischer Achterlauf. Dabei wichtig, kleine, schnelle Kontakte zum Boden. Natürlich geht das auch in die andere Richtung. Auch mal wechseln. Und wichtig, kleine, kurze Kontakte. Das hier bringt euch für die Beinarbeit wenig. Kurz arbeiten. Das ist wichtig. Jetzt habe ich beide Hütchen einmal waagrecht hingelegt und jetzt arbeite ich über dieses Hindernis, so schnell es geht, von links nach rechts. Zwei Kontakte auf jeder Seite. In der nächsten Übung malen wir ein U auf den Boden. Immer über die Linie und dann immer in einer U-Form vor und zurück. Kleine, kurze Kontakte, wie immer. Die nächste Übung ist sehr simpel, aber sehr anstrengend. Mit beiden Beinen immer rüber. Sprung, kurze Kontakte und das ungefähr 30 Sekunden durchhalten. In der nächsten Übung üben wir Overcross Sidesteps. Offensive, defensive Beinarbeit. Anlaufen, Overcross Sidestep, Overcross Sidestep, Overcross Sidestep. Und ich berühre immer das Hütchen mit der entsprechenden Hand, die dann vorne ist. Denkbar wäre jetzt, die Übung auch mit Schläger, mit einem Schlag zu ergänzen. Heißt, wir gehen hier hin, führen einen Schlag aus, gehen um das Hütchen rum und machen jetzt den Achter, die Achterbewegung immer nach dem Schlag. Vorne rein, hinten zurück und dann wieder neu. Wenn ihr die Übung an der Grundlinie durchführt, also hier eine durchgezogene Linie habt, dann könntet ihr auch folgende Übung machen. Ihr macht schnelle Bewegung vor, zurück über die Linie und dann am besten auf Kommando, wenn ihr zu zweit seid, wenn ihr alleine seid, könnt ihr es auch so selber geben. Vor, zurück, und go. Einmal berühren und wieder vor, zurück, und go. Einmal berühren, vor, zurück, und go. Ja, super intensiv. Man hat die seitlichen Bewegungen dabei, man hat das vor, zurück. Sehr gute Beinarbeitübung. Als letzte Übung noch die Alternative, nämlich Tappings auf der Stelle, go, berühren, Tappings auf der Stelle, go, berühren, Tappings auf der Stelle. Wenn ihr zu zweit seid, wunderbar, könnte man das auch ergänzen mit Vorhand, Rückhand. Das heißt, derjenige, der vor dir steht, ruft Vorhand
oder Rückhand und entsprechend soll reagiert werden. Rückhand, Vorhand, Vorhand, ja, und so weiter. Durchaus denkbar, dass man das dann auch mit einem Schlag machen kann. Also habt ihr einen Schläger in der Hand, Tappings, Vorhand, Schlag ausführen, Rückhand, Schlag ausführen. Alles beide, immer nur mit zwei Hütchen. Jetzt bin ich ganz schön aus der Puste. Ja, das waren meine Beinarbeitübungen nur mit zwei Hütchen. Und wenn euch weitere Videos interessieren, dann schaut jetzt mal in meine Videos rein, die ihr hier an der Seite seht. Da gibt es eine Menge zu entdecken und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Martin.